Jeder halbwegs kulturelle Mensch bewegt sich kommunikativ im Internet. Ja, ich bin der Heiko Schrem, ich mache Schmuck hier. Wir sind hier in meinem Atelier in Oberelchingen und ja, wir machen jetzt hier Interview zu Fragen, die noch zu stellen wären, oder? Also ich kann mir nur noch ungefähr erinnern, wann das, ja, das war in der Anfangszeit von meiner Selbstständigkeit, das wird so 1995 gewesen sein. Damals weiß ich jetzt auch nicht mehr, was man da gesucht hat. Damals war das Internet ja noch bei weitem noch nicht so voll, ja. Da gab es halt keine Ahnung, was wir da angeschaut haben oder was wir da gesucht haben. Da konnte man nicht einfach Fragen reinstellen und dann kamen da 10 Millionen Antworten. Da kam halt, ich glaube, da hat man eher konkrete Sachen, dann Seiten, wo man gewusst hat, die gibt's. Und ich glaube, die hat man da dann aufgerufen und hat die angeschaut. Ja, ganz akut. Also ja, es ist so, dass natürlich, ich merke es ja, dass ich selber da relativ viel Kontakt mit Frauen habe. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass ich ein Mann bin und eine Frau ist eine Frau, sondern es hat damit was zu tun, dass die Kommunikation, dass Frauen anders kommunizieren und Frauen kommunizieren aus einem anderen Grund. Männer kommunizieren, um Informationen auszutauschen und um ihr Prestige irgendwie zu untermauern oder zu synchronisieren. Männer führen viel öfters Prestigediskussionen wie Frauen. Und bei Frauen diskutieren eigentlich mehr, weil sie sich innerhalb vom Gespräch reflektieren und mit dem Kommunizieren ihr eigenes Denken reflektieren. Und da sehe ich den großen Unterschied. Ich persönlich merke das halt daran, dass Frauen eine ganz große Liebe dafür haben, für schöne Formulierungen, für emotionale Zusammenhänge, für soziale Zusammenhänge. Und wenn innerhalb von sozialen Zusammenhängen Dinge schön geäußert oder formuliert werden, da merke ich halt, dass Frauen eine unheimliche Faszination dafür haben. Den Eindruck habe ich, wenn ich jetzt mal so überlege, eigentlich schon. Ja, ich glaube vielleicht schon, ja. Ich bilde mir ein, zu spüren, dass es einen Trend gibt, der ein anderes Denken hervorbringt, dass man nicht mehr nur überlegt, wie man jemand anderen so charmant wie möglich über den Tisch zieht und an das kommt, was der andere übrig hat oder übrig haben könnte, sondern dass man wirklich wieder sich mehr voneinander interessiert und dass man sich wirklich auf intellektueller Ebene wieder mehr oder vielleicht überhaupt mal anfängt, auch zu erfreuen, ja. Also Kommunikation finde ich interessanter wie alles.